Hallo meine lieben Foodies und natürlich auch Zero Waster, was geht ab? Nach dem einjährigen Jubiläum, das wir richtig krass gefeiert haben mit ganz viel Plastik und ganz viel Müll, natürlich nicht, es war ein kleiner Spaß, das Video könnt ihr außerdem hier oben abchecken, wollen wir heute wieder ein einfaches Rezept machen und zwar Halfden will euch zeigen, wie wir wunderbar leckere Cookies zubereiten, natürlich vegan. Halfden hat schon alles aufgestellt und wird mir jetzt die Kamera wie immer überreichen. Und dann würde ich sagen, hallo Leute. Hallo. Let's do it. Let's do it. So what do we have over here? Olive oil. Usually in a cookie you would use egg, but instead we use chickpea water and also linseeds to get a nice consistency and also for the cookies to rise nicely. And then we have some nice Zuckerrüben Sirup. Yeah, and a little bit of sugar. Then we have baking powder and bicarbonate. White and dark chocolate. Natürlich vegane Chocolates. Yeah, flour. Yes. With a little bit of salt. Okay. Und ja, das ganze Rezept findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Da schreibe ich euch die ganzen Zutaten genau auf, dass ihr diese wirklich leckeren Cookies nachmachen könnt. Pretty easy recipe, right? Yeah, you just mix it all together. Then mix it all together. Und wer es noch nicht wusste, Halfden wird der Küchenchef von Freya werden. Und ja, meine Küche ist halt so ein bisschen als Testküche jetzt ausgebaut worden. Und wir haben schon richtig schöne, tolle Gerichte, schöne Menüs, die wir auf die Karte schreiben werden. Und am 1.8. geht's mit dem Umbau los. Halfden? Ready to make some food for the people. Exactly. Yeah. Okay, also die Masse ist jetzt hier durchgerührt. Ja. Yeah. Yeah. And then we take the flour. And I always, when you're baking, I always like to sift the flour. Yeah. To, it makes the mixture more uniform. Yes. This one first. I almost forgot. Yeah. The magic of baking powder. Diese Cookies, wenn Halfden die macht, sind 100% Suchtfaktoren. Die überleben nicht länger als eine halbe Stunde in der Küche. Den einen, den ich da noch hatte, hat Halfden gestern noch vor mir gerettet. Die Masse ist fertig. Halfden, what's happening now? So now we put it in the fridge to make it a bit easier to shape it. But you can also freeze this mix if you want to. Yeah. And it's really easy to just take some out and make when you want to. Schwuppsdiwupps, hier ist die Masse von gestern. Und dann einfach, ja, 2 Stunden im Kühlschrank und dann könnt ihr sie wirklich einfach formen und daraus schöne gleich große Cookies machen. So, wir haben jetzt hier unsere wunderbare Silikonmatte. Wenn die Leute keine Silikonmatte haben, was nehmen die dann? Baking paper. It's a little trick to roll the cookies. I like to put my hands under cold water, so it's easier that the dough doesn't stick too much to your hands. Und jetzt formt ihr dann einfach schöne gleich große Bällchen, legt hier auf euer Backpapier oder auf eure Silikonmatte. Die sind jetzt so ein bisschen kleiner als Tischtennisbälle. Das sind auf jeden Fall so um die 20 Gramm. Drückt man dann noch ein bisschen nach unten und dann kommen sie gleich in den Ofen. Halfden, let it roll. Jetzt haben wir schon mal 8 Cookies hier fertig und die schieben wir jetzt in den Ofen. Und der Ofen ist vorgeheizt auf 175 Grad Umluft. Ne? Ja. Let's do it. See you later, Alligator. Takes about 12 minutes. Yes. Yeah. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Cookies fertig sind. It smells amazing in the kitchen. Goldbraun gebacken. Let's get them out. Wunderbar aus. Und die sind wirklich richtig gut geworden. Die Schokolade ist zerschmolzen, goldbraune Farbe und die ganze Küche riecht nach einer leckeren Bäckerei. Ich würde sie jetzt schon gerne essen, aber wir müssen noch kurz warten, 10 Minuten abkühlen und dann können wir sie probieren, right? Also, abgekühlt sind sie und da werde ich mal hier so mit meinem Spachtel runtergehen, weil die können auch ein bisschen kleben. Außen haben sie eine schöne kleine Kruste, aber innen drin sind sie richtig schön weich. Oh. Wow. Die sind nicht super süß. Die haben so eine schöne eigene Note durch diesen Zuckerrübensirup. Den finde ich sehr, sehr lecker. Und klar, die Schokolade macht dann ihren Rest. Aber wie gesagt, auch einen schönen Biss. Sind nicht zu matschig, auch nicht zu crispy. Wirklich die perfekten Cookies. Vielleicht zum Kaffee, den man irgendwie reindippen kann. Oder vielleicht auch zum Tee. Halfden, really, really good recipe. I love them. Macht auf jeden Fall nach.
Ihr werdet sehen, es schmeckt fantastisch. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen oder abonniert einfach meinen Kanal, dann werdet ihr noch mehr leckere Videos sehen können und natürlich einfach unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr vielleicht als nächstes für Videos haben wollt. Ich weiß, Sauerteigbrot kommt auf jeden Fall, das ist versprochen. Thank you, Hafden, for making this awesome recipe und dann würde ich sagen, peace out, stay healthy and get out und bis zum nächsten Video.